Hi, zum Gruße. Wir gehen heute direkt rein in den Lachs. Wir haben nämlich keine Zeit, überhaupt keine Zeit. Es geht erstmal weiter mit Breath of Fire 4. Wir sind nämlich jetzt dabei, durch eine Höhle zu gehen. In diese Höhle wird bestimmt phänomenal, aufregend, schön und krass. Upsi, hier zerfällt hier alles. Egal. Und ja, das wird bestimmt super. Plan für heute ist, wir streamen. Wir streamen heute Vormittag ein bisschen. Also Vormittag ist gut. Wir streamen jetzt ein bisschen. Und gegen 19 Uhr werde ich einen Break einlegen. Da werde ich auch den Stream aufnehmen. Und dann geht's weiter später. Zu welcher Uhrzeit kann ich noch nicht sagen. Aber wir werden heute zweimal streamen. Ist das nicht schön? Muss mich ein bisschen positionieren. So ist. Nee, hier wollten wir doch gar nicht. Hier waren wir doch schon mal. Da wollen wir gar nicht hin. So, erstmal kurz alles checken. Oh, das sieht doch gut aus. Das sieht auch feini fein aus. So. Mal kurz reinhören. Eieieiei. Los geht's. Genau. Wir machen heute ein bisschen Höhlen-Action. Hier war noch irgendwo. Nein! Wieso passiert mir das immer? Oh. Also, ich muss ehrlich sagen, diese Steuerung ist aus der Hölle. Aber gut, damals war das so, ging damals nicht anders. Wir nehmen das Beste draus mit und sagen, das muss so sein. Weil ansonsten würde ja auch etwas Charme verloren gehen. So, jetzt haben wir es. Hoch, hoch, hoch und rein in die Höhle. Wir sind auf dem Weg, die Schwester anscheinend von Nina zu befreien, namens Elena. Okay, Schwert habe ich noch. Und genau. Und wir gehen jetzt in ein anderes Kaiserreich, so wie es ausschaut, wohl ihre Schwester liegt. Entführt wurde, wir wissen es noch nicht. Oh, dann machen wir erstmal alle Deckung, wa? Was können die denn Feines? Okay. Die wollen schon mal nicht angreifen. What the fuck? Was geht denn mit denen ab? Glückstreffer? Das hört sich nach einem guten Skill an, den ich sehr gern gelernt hätte. Aber wenn die alle auf einen Charakter gegangen wäre, das schon der Tod gewesen. Geil. Richtig gut. Hier scheint nichts zu sein. Na gut. Und was ist hier? Ach, hier kann man drüber hüpfen. Okay. Es kommt. Ihhh. Okay, erstmal Deckung. Nickerchen. Ah, okay, sich selbst Schlaf versetzen und heilen. Tempo. Aha, da haben wir schon ein paar Angriffe gelernt. Das ist doch cool. Dann gucken wir uns den doch auch mal direkt an, oder nicht? Schneckentempo, Fernangriff gegen ein Ziel, senkt die Bewegung. Aha. Okay. Das ist doch eher realistisch, Schatten. 72
sich das jetzt auch nicht so wenig, ne? Da steht's. Bewegung minimiert. Okay, cool. Ja, na dann. Es ist Feuerwind, oder? Guck mal, wir haben auch Wirbel. Aber man musste Windschnitt machen, glaube ich, ne? Verbrennung? Du kannst einfach einen von denen greifen. Ich glaube, das war schon wieder falsch rum. Nee, wir wurden einfach nur unterbrochen. Dann machen wir es gleich nochmal andersrum. Ja, das hätte ich gerne. Entschuldigen Sie, Sir. Ich hätte gerne Ihren wundervollen Angriff namens Adalach. Wir müssen ihn ja danach erstmal heilen. Nein, das nicht. Adalach. So, Mädchen, du kannst dich einmal heilen und der Rest macht dann einmal Deckung. Okay. Das interessiert keinen. Wir machen weiter Deckung. So ein Feigling. Na gut, dann eben nicht. Mal kurz was gucken. Hat der Stream gar keinen Titel? Oder? So. Hä? Da. Okay, so ist schick. Willst du damit drüber springen? Danke. Und. Okay. Dann. Rechts oder links? Erstmal rechts. Bei meinem Glück bin ich hier wieder schon wieder entweder genau in die Richtung, in die ich nicht wollte. Okay, kannst du den tot hauen? Wir zusammen auf jeden Fall an. Nee. Okay, 58 und 1 FP. Ach, FP heilt ja. Okay. Ja, wir machen erstmal die ründlichen Qualis da weg. Müsste reichen, oder? Nein! Hier ist schon. Okay. Dann. Kannst du ihn heilen? Ja, gleich. Dann macht schon mal Deckung. So, und wir sind wieder voll. Ja, sehr schön. Weiter. Hau sie kaputt. Deckung, Deckung, Deckung. Nee, keine. Das macht Gierschlund. Schon wieder nix. Ein Versuch gebe ich dir noch. Mein Gott. Ich glaube, wir haben jetzt noch keinen von den Schleimis besiegt, ne? Und den zwei, auf die wir bisher getroffen sind. Hm. Okay, wir fangen erstmal anders an. Zwar machen wir Feuer. Schnitt und Angriff. Jetzt haben wir es nämlich. Ist ausgetrocknet und wird hörte. Da! So läuft das doch eher. Dann haben wir auch in einem Zug fast alles gekillt. Nein. So.
großer Sieg. Ein Silberköder. Für den Fall, dass wir angeln wollen. Och Mann, es ist so doof. Ich weiß jetzt nicht, habe ich da jetzt bei, auf der anderen Seite was verpasst oder eher nicht. Ich will jetzt aber auch immer nicht die ganze Zeit nicht wieder zurücklaufen. Oh. Wind und drauf. Obwohl, den Glückstreff hätte ich auch gern gesehen. Und tot. Ich könnte das jetzt auch anders ausprobieren, ne? Rio fängt mit Wind an. Ich kann mal gucken, ob ich den günstigeren. Nein, den günstigeren Zauber nehmen kann. Da komme ich. Ich komme von da, ne? Nee, von da komme ich. Geht's nach. Ob ich den günstigeren Zauber nehmen kann? Oh. So. Wirbel. Und rauf erstmal. Okay, das ist egal. Ich dachte, das ist jetzt irgendwie wichtig, dass das eine wirklich dieser spezielle Angriff sein muss. Ist aber wohl völlig lax. Ich würde trotzdem gerne Adanas sehen. Und richtige Drachenverwandlung. Aha, da komme ich nicht drauf. Also das ist wirklich blöd mit der Kamera, dass du nur so eine Dreivierteldrehung hast. Weil dadurch sieht ihr jetzt manchmal nicht, wie eben gerade, ob da jetzt ein kleiner Hügel im Weg ist oder nicht. Ja. Ich würde einfach mal sagen, wir bleiben bei bewerten. Toll! 168. Eieieiei. Das ist schon viel, was der an Schaden macht. Das Problem ist, dadurch, dass ich das Spiel auch erst zum ersten Mal zocke, habe ich keinen Plan, ob ich gut vom Level bin oder eher nicht. Da ist auch eine Treppe oder was. Haha! Ha! Oh. Ja. Da müssen wir auf jeden Fall viel Schaden versuchen. Ja, vielleicht bringt das ja noch was, wenn wir nochmal das Feldstab hinterher machen. Oder Feldstab. Also von den Zahlen her ja, aber war jetzt kein neuer Angriff. Gut, aber ich glaube, das reicht immer für normalen Angriff. Oder auch nicht. Mein Gott, der haut aber auch rein. Jetzt mal gucken, ob ich genug Items überhaupt mit habe. Ah. Oh nee, ne? Jetzt komme ich da nicht rüber. Na gut. Dann erstmal fully geheilt. So. Und hier hoch. Ey. Wie, ich bin jetzt beim Boss und habe die Hälfte des Spiels, des Dungeons übersehen. Dann werde ich ein bisschen... Ach komm schon, ich bin noch jetzt raus, oder was?
Hallo, aus dem Tunnel. Also, das ist sinister. Die Stadt bekam während des Kriegs die Kämpfe voll ab. Sie erzählten uns, dass sie genauso wie Chamba während des Kriegs durch das Hex verseucht wurden. Dennoch ist sie in der Tat wesentlich lebendiger als Chamba. Ja, hier ist es auch so... Ja, hier ist es auch, wo Elina verschwand. Mach dir keine Sorgen, Cray. Ich bin sicher, dass wir etwas finden, das uns auf der Suche nach ihr hilft. Ja, also zuerst gehen wir mal wieder runter. Ich will wenigstens den Eingang ausprobieren. So. Und ich denke mal, dass wir uns eh gleich heilen können. In einem Inn oder sowas. Würde ich mal gerne ein bisschen gucken, ob wir vielleicht Gegner treffen, wo wir was Cooles lernen können. Nee, ihr seid mir das nicht. So. Und so. Aber es ist lustig, dass die Armen Fledermäuse hat. Hä? Und jetzt hat der Angriff nicht funktioniert, weil... Haben die so eine Art Vorkonter, die Fledermäuse? Dass sie vor ihnen angreifen? Keine Ahnung. Da ist der Truhe. Siehst du, die 500 Zenit, die waren es jetzt wert. So, wir probieren es nochmal aus. Verbrennung. Wirbel. Angriff. Ja, das hat bestimmt weh. Und Angriff. Dann heilen wir uns. Komm. Machen wir über Spezialheilung. Das ist eigentlich Regeneration. Achso, das ist mittlere Heilung. Okidokili. Na dann, ab nach Zynesta. In die Stadt, in der das Leben lebt und tobt und brodelt. So. Gehen wir mal direkt in die erste Tür und landen in einem Waisenhaus. Oh, guten Tag, ich unterhalte mich gerne mit euch, aber zuerst muss ich das Essen der Kinder sehen. Ah, die Kleider sehen sehr hübsch aus, oder? Ich bekam sie von der Prinzessin aus Vinya. Was? Hallo. Ina. Wollen Sie diesen Charakter tauschen? Oh nee, ne? Die sagt doch das. Na gut. Ich bin so hungrig. Wo ist Shino? Ich hoffe, er kommt bald zurück. Shino muss bestimmt wieder irgendwo in der Stadt herumrennen. Er ist so ein Bike. Nein, 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 das sagt man aber nicht. Eine Kiste. Also ich habe ja kein Problem damit, Kindern die Kisten zu öffnen. Die Prinzessin von Vinya besucht uns kürzlich auf ihren Freundschaftsbesuch. Sie gab eine großzügige Spende an Kleidung und Spielzeug für die Kinder.
Wir alle hier haben keine Mamas und Papas mehr. Schwester Lita kümmert sich jetzt um uns. Oh. Spielzeug und Kleidung. Okay. Die dürft ihr natürlich ausnahmsweise behalten. Shino, du kommst sofort hierher. Ah. Auf keinen Fall! Ach, Schlauf, ich muss Shino fangen. Was? Ihr glaubt, ihr könnt mich fangen? Keine Chance, ich bin der Schnellste. Niemand kann mich fangen. Du kannst Shino fangen, indem du dich ihm näherst und mit ihm sprichst. Er wird in die entgegengesetzte Richtung laufen, wenn er dich kommen sieht. Also komme zur Vorstellung den Weg ab. Oh, fucking no. Oh nein. Während des Krieges wurde die Stadt mit der Hexkanone des Kaiserreichs angegriffen, die sie Karonade nennen. Noch bis vor kurzem war es so furchtbar, dass hier überhaupt niemand leben konnte. Okay. Wo ist denn der? Da ist er doch. Oh, ich krieg gleich mit euch ein. Achso, Stadt. Alter Schwede. Da oben ist er. Ich muss hier erstmal drum herumlaufen, wo der überhaupt hindern kann. Rennt der immer nur die Mauer auf und ab, oder? Ich sehe ihn auch gerade überhaupt nicht. Was ist er denn? Jetzt da unten oder was? Geht der jetzt unten rum immer im Kreis oder? Ich raff das nicht. Da. Du musst doch eine festgelegte Strecke haben, oder nicht? Also, ich würde jetzt einfach hingehen. Ich glaube, ich müsste nur relativ zügig. Ist jetzt da oben lang gelaufen? Please not. Nee. Was ist er denn? Da, ich hab ihn noch. Hä? Ach, Shino! Nein, okay, ich sehe hier einfach nichts. Ich sehe hier nichts. Ganz lang. Und. Schneller bin. Ich muss vielleicht so den Weg abschneiden. Nee. Nee, nee.
Gut, denn so eben nicht. Der muss ja einfach nur eine feste Route haben. Und ihn einfach abfangen kann. Na dann. Bist du denn kleine Chino? Jetzt ist er weg. Jetzt ist er verschwunden. Er ist aber verschwunden. Er hat sich in Luft aufgelöst. Hä? Ich sehe ihn nicht mal mehr. Da, ich hab... Hä, der hat mich doch nicht gesehen. Eine Rotznase. Ich raff's nicht. Ey, wirklich, das ist ja... Nein, ich hatte dich doch. Ich hab ihn gehabt. Also ich weiß nicht, wie ich ihn den Weg abschneiden soll. Das ist mir jetzt ein absolutes Rätsel. Ich den Kleinen den Weg abschneiden. Ich kann eine Try and Error versuchen. So ätzend, wenn man an diesen Dingen festgehalten wird. Die Frage ist, wenn ich mit dem Rücken zu ihm stehe, fängt er mich dann oder nicht? Also fange ich ihn dann? Da! Ich hab ihn! Hey! Oh, das gibt's doch gar nicht! Was war das denn? Nein, ich glaub völlig falsch. Egal. Ich hab ihn doch. Scheint jetzt an sowas hier. Warte. Ach, komm. Okay, Umpositionierung passiert. Wir switchen jetzt in den Gaming-Modus. In den E-Sport-Modus. Ich will mich doch nicht verarschen.
Komm hier. Kleiner Bub. Wo ist er? Da ist er. Oh! Gar nicht. Ja! Ha! Gotcha! Oh, easy. Ich sehe, ihr seid schon wieder da. Und ihr habt Chino mitgebracht. Ja, Schwester Lucia. Diese Leute waren so freundlich, mir beim Suchen zu helfen. Also, vielen lieben Dank für eure Hilfe. Also gut, Kinder. Lasst uns essen. Jetzt, da alle da hier sind. Nun also, warum gehen wir nicht nach oben und reden? Ja, es ist wahr. Ihre Hoheit Prinzessin Elina hat uns mit ihrem Besuch geehrt. Sie war sehr nett zu den Kindern, obwohl sie ihre Eltern während des Krieges verlor, wie ihr sicherlich wisst. Sie hinterließ viele Geschenke in Form von Kleidung und anderem. Über ihre Mitgefühl und ihre Großzügigkeit war ich sehr beeindruckt. Was denn? Wohin sind Elina und ihre Begleitung gegangen, als sie abreisten? Nun, es tut mir schrecklich leid, aber... Bitte, wir wären sehr dankbar, wenn sie uns alles erzählen könnten. Ich weiß es. Chino? Chino, weißt du, wohin meine Schwester, wohin die Prinzessin ging, als sie von hier aufbrach? Darauf könnt ihr wetten, aber ich sag es euch nicht. Ihr habt mich vorhin beim Fangspielen erwischt. Dieses Mal müsst ihr mit uns Verstecken spielen. Wenn ihr uns alle findet, erzähle ich euch, wo sie hingehen. Alle herhören, Verstecken spielen. Oh, wirkt mal bitte nicht auf der Karte. Es ist natürlich auf der ganzen großen Map. Ach hey, das tut mir leid. Es war nicht meine Absicht, dass ihr... Ist schon in Ordnung, Schwester. Nebenbei, falls Chino weiß, was meine Schwester zugestoßen ist, so werde ich alles dafür tun, damit er es mir erzählt. Also, versuchen wir sie zu finden. Die Kinder im Waldenturm verstecken sich irgendwo in der Stadt. Um sie zu fangen, müssen sie finden mit ihnen reden. Ihr seht, wie viele von euch noch fehlen, wenn ihr ins Waisenhaus geht und seht, wie viele Kinder dort sind. Wie viele fehlen? Ich habe mich nicht versucht, vor euch zu verstecken. Ich spiele kein Verstecken, das ist nur was für Kinder. Hoppla, ihr habt mich gefunden. Na gut, ich verrate euch, wo gut ist. Er sagt, er würde sich unter der östlichen Mauer verstecken. Okay. Norden, Süden, Osten, Westen ist natürlich... Okay. So. Also hier haben wir schon mal eins. Ah, ihr habt mich schon gefunden. Also gut, ich erzähle euch, wo Gute ist. Ich sah in Richtung Tor weggehen. Okay, da haben wir schon mal eins. Das nehmen wir auch mit. Der war hier. Und da. Neben der rauchenden Dame. Ich fasse es nicht. Verflixt! Ihr habt mich entdeckt. Okay. Ich erzähl euch, wo Konko ist. Lauft von hier aus 6 Schritte nach Süden.
dann 16 nach Westen, dann 1 nach Norden. Danach müsst ihr noch 3 Schritte westlich gehen, dann 3 nach Süden und dann 4 weitere nach Westen. Dort befindet sich Konko. Okay, nein, wir finden auch so. Ist hier irgendwo noch eine? Wir gehen einfach ganz entspannt hier alles ab. Da ist er noch. Alter Schöne. Oh, das tut mir leid, ihr könnt da nicht rein. Und der unterschiedliche Bereich ist vom Monster verseucht. Okay. Dann da eben noch nicht. Einen haben wir schon mal. Hoppla, scheinbar habt ihr mich gefunden, so ist. Wenn jemand nach mir sucht, sie versteckt sich auf den Treppen. Ist weiter oben nicht gleich eine Treppe? Das wäre ja frech. Ich bin hier gerade dran vorbei. Gehen wir hier lang. Da ist nichts. Da! Haha! dennoch werdet ihr Modo wahrscheinlich nicht so leicht finden. Vermutlich könnt ihr ihn gar nicht sehen. Nicht einmal von der Spitze der Brücke von der Stadtmitte aus. Okay. Ich ahne es schon. Nee, dann nicht. Viele fehlen denn noch? Und wer oder was bist du hier eigentlich? Ein eher schweigsamer Genosse. Gut, gut. Apropos, wir hören uns mal ein bisschen um. Waren. Heilmittel gegen Gift, Ammoniak, Holzrute. Die haben wir doch. Oder haben wir die? Doch, haben wir schon einen im Inventar. Schwimme. Brauche ich nur 5. So. Was bist du eigentlich? Es ist schwer zu glauben, dass dieser Ort vor kurzem noch mit furchtbarem schwarzen Hexnebel verseucht war. Ja. Dieses Haus gehört dem großartigen Malok. Für Leute wie euch ist das kein Ort zum Herumlungen. Na gut. Ich habe vor, die Welt zu bereisen und bezahle mit dem, was ich mir durch meine Auftritte verdiene. Okay. Ich hörte, dass einer der Kaufleute hier eine Art Deal mit dem Kaiserreich hat. Ich frage mich, welcher Typ Mensch mit dem Feind Geschäfte machen würde. Er muss sehr mutig sein oder sehr geizig. Hey, ich muss das mit dem Sandgleiter wieder reinholen, verstanden? Ich kann nicht noch weiter runtergehen. Bist du? Bist du auch ein Händler, oder nicht? Wollt ihr wissen, wie ich so dünn wurde? Ich hatte keinen Salzleiter, sodass ich die Wüste zu Fuß durchqueren musste. Okay. Wahrscheinlich hier. Irgendwo in der Ecke vielleicht? Das wäre auch zu leicht. Hier ist auch nichts. Achso, hier kann man gar nicht rein. Hier ist das Waisenhaus oder was? Ihr habt bereits alle gefunden. Ja, wie viele fehlen denn noch? Das hilft mir nicht. Na, dann gehen wir mal ein bisschen weiter lang. Die
dieser Ort war das reinste Chaos nach dem Krieg, aber nachdem wir jetzt die Gebäude alles repariert haben, kommen die Leute langsam wieder zurück. Okay. Ist auch nix. Und hier sind die Kinder weg, ne? Ja. Gut. Dann fehlt ja bloß noch der kleine Shino, nicht? Oder auch nicht, weiß ich nicht. Aber den von der Brücke haben wir ja. Das war ja der hier. Wo befindet sich der letzte kleine Mann? Und du guckst hier? Ich hörte, dass die kaiserlichen Streitkräfte manchmal herkommen. Ja, anscheinend. Oder auch nicht. Habe ich jetzt alle gefunden oder nicht? Okay. Ich gehe einfach nochmal ins Waisenhaus. Ich guck mal, ob ich die ältere Dame von den zwei angequatscht krieg. Und dann was sagt sie? Ach, hier ist mir leid. Oh. Okay. Dann sagt ihr euch, wie ihr mich findet, oder? Habt ihr Modo gesehen? Sucht nördlich von der Spitze der Brücke aus. Von der Spitze der Treppe. Modo, nördlich von der Spitze der Treppe. Oh. Aber ich wollte nicht wieder rein. So. Kompassnadel, die rote Seite. Ist das die, die nach Norden zeigt? Ich glaube ja. Oder zeigt immer die? An der Spitze der Treppe. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, wo Modo sein soll. Wirklich von der Spitze der Treppe aus. Ah, hier könnte man speichern theoretisch. Sehr gut. Ist das ein Waffenhändler? Habe ich doch gar nicht gesehen. Ja, hier könnte ich auch was sehen. Das ist ja Quatsch. Ich gehe jetzt einfach mal die Ecken ab. Ist irgendwas, was ich nicht einblicken kann? Ja, ja, Marlock ist klar. Doch schon gehört. Okay, dann muss ich nochmal das Kind ansprechen. Der eine Frosch hatte mir eine ganz genaue Position gesagt. Also werde ich. Und da die jetzt nicht mehr sagt, gehe ich einfach mal davon aus, dass wir den schon gefunden haben. Und jetzt sind wahrscheinlich nur noch die Kinder da drin. Ich
eine genaue Position geben. Wäre es möglich, dorthin zu kommen? Vielleicht hätte ich euch einfach raten sollen, zum Gasthof zu gehen. Ne? Nördlich von der Spitze der Brücke aus. Nördlich von der Spitze der Brücke. Und er hat gesagt, ich sollte einfach zum Gasthof gehen sollen. Warte jetzt. Ich gehe jetzt einfach mal zum Gasthof. Habe ich hier. Ich habe doch da keinen gehabt. Da hat sich doch keiner versteckt. Nördlich von der Spitze der Brücke aus. Das ist aber auch eine Ansage. Hat er sich wirklich im Gasthaus versteckt? Nee. Ey, das ist ja gemein. Jedes Kind, das ihr findet, geht zurück nach Hause. Ihr werdet wissen, dass ihr gefunden habt, wenn 8 Kinder von uns dort sind. Cool. Richtig gut. Geht's weiter. Hab ich jetzt alle oder was? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Okay, nördlich der Brücke. So, hier ist die Brücke. Nördlich ist doch hier, oder nicht? Hier sehe ich doch alles, hier ist niemand. Ist das nördlich der Brücke? Hier irgendwo ein Kind versteckt? Kommt schon. Und warum sagt er nichts? Warum ist hier ein Typ, der nichts sagt? Verstehe ich nicht. Okay, egal. Nördlich der Brücke. Nördlich der Brücke. Ich google gleich einfach. Das ist Schiene, oder? Ja, das habe ich vermutet. Wie ihr wisst, ist er sehr gut im Weglaufen und Verstecken vor uns. Schiene? Er sagt, er wird sich im Keller oder sowas verstecken. Ja, da weiß ich schon, wo oben auf dem Turm, ne? Die Stadt hat eine Vielzahl von unterirdischen Räumen, die derzeit aber nicht benutzt werden. Wie ihr vielleicht wisst, waren wir während des Krieges das Ziel des Hexangriffes. Obwohl die Stadt oberirdisch geleuchtet wurde, scheinen die Monster im Untergrund noch zu gedeihen. Oh oh. Schino? Ist es möglich, dass Schino sich an der Wache vorbeigeschlichen hat und jetzt im Untergrund versteckt? Gut, dann werden wir dort nach ihm suchen. Ihr würdet das tun? Oh, vielen lieben Dank. Viel Glück und seid vorsichtig. Okidoki. Das wird jetzt aber ein ganz schön heißes Eisen. Ich gehe mich erstmal nochmal heilen. Ach. Ja, ausruhen. Auf jeden Fall. Und Spicer. Ja, ja, ja. Gut. Kann ich mir hier irgendwo noch Waffen kaufen? Die habe ich angequatscht, die habe ich angequatscht. Den habe ich auch angequatscht. Kann ich. Ist hier vielleicht irgendwas, was aussieht wie ein Laden, mit rein kann? Ich glaube eher nicht. Schade. Oh, es tut mir leid, aber ihr könnt dort nicht hineingehen. Unterirdisch war ich vor Monstern verseucht. Was? Eines der Waisenkinder ging dort hinunter?
Das ist unmöglich. Ich stehe den ganzen Tag hier und beobachte den Eingang. Oder wollt ihr behaupten, dass ich meinen Job nicht erledige? Puh, nach dem ganzen Geschrei bin ich jetzt wirklich durstig. Aha. Wasser, erhalten Sie hier eiskaltes, sauberes Wasser? Ich frage mich, ob ich heute wieder Wasser ver... ich frage mich, ob er heute wieder Wasser kaufen wird. Ja. Ja. Da hingehen. Cool. Das ist ja richtig Mechanics. Hat er jetzt nicht gerechnet. Ui. Oh, Ammoniak? Okay. Du kannst schon mal nix. Und ja. Ein Bett. Okay. 28. 82. Was sind das für kleine Mäuse? Wie krass sind die denn bitte? Alter Schwede. Das ist ja richtig unbar. Ja, und nicht mal irgendwie Killer-Maus oder sowas. Einfach nur Maus. Meine Charaktere, hochgelevelten, schaffen es sich zwar gegen irgendwelche Zombies zu wehren, aber gegen Mäuse sieht es schlecht aus. Na, Happy Birthday. Ein Typ, der sich in Drachen verwandeln kann, lässt sich von Mäusen ganz schön hart anknabbern. Okay. Da ist nix. Hier ist auch nix. Kann ich das kaputt machen? Nee. Okay. Und jetzt sind es... Ah, Toxic Flies. Okay. Ja! Sowas wollte ich. Chlor. Was das auch immer bringt. Angriff gegen ein Ziel, vergiftet den Gegner. Angriff und gleichzeitig Statusveränderung. Das ist doch nice. Freunde, könnt ihr die Fliegen jetzt bitte killen? Gut, also Fliegen nur mit 200. Weiß ich Bescheid. Ach man, ist das ein Quatsch. Aber ist schon cool, wie das gewinnt, das Schwert. Also so glüht. Okay, hier lang. Wir tanzen auf dem Tisch ein Protein. Lecker Schmecko. Nina? Wir machen jetzt hier keinen Quatsch, ne? Oder mach die jetzt einfach blank. Sehr gut. Zermatsch sie.
Ein Zauber hat schon gereicht, fällt mir gerade so ein. Du bist so albern. Oh, ein Twister. Oh, 80 Zenny. Okay, das, wir sind reich. Das war's. Wir können aufhören mit dem Game. Wir kaufen uns einfach eine Armee, die für uns kämpft. Und hier gar nichts mehr machen. Keine Abenteuerleben und nichts. 80 Zenny. Ach, Chino, das ist nicht dein Ernst. Ein Fass hat sich vor die Tür verkeilt. Ihr werdet es nicht öffnen auf diesem Weg. Oh, ach, eine Raptorklaue? Oh, sag bitte, die ist für... Ja. Apropos. Apfel plus 2. Damit irgendwas anfangen, irgendwer? Geht um einen runter und um einen hoch. Ist jetzt... Nee, die Verteidigung brauchst du. Aha, okay. Wie viel Angriff hast du denn? Hä? Herrchen hat mehr Stärke? Wechseln wir mal Eschen gegen... Genau. So, komm ich hier irgendwie durch? Nope. Okay. Ich brauch nichts. Halt, ich probiere mal was aus. Guck mal, du kannst doch rüberfliegen. Oh. Ihr seid alles so eine Amateure. Okay. Dann wechseln wir auch im normalen Zeug weg. Nein, bitte nicht. Aber ich möchte gerne, dass er schon vorne läuft. Okay, hier sind die Zellen offen und da kommt man runter. Okay, ich wollte es mal ausprobieren. Ich wusste, dass genau das passiert. Lauf, Erschen! Hi, ich... Oh. Ah, ich kann das auch. Verflixt, ihr habt mich gefunden. Ich dachte, hier würde mich niemand finden. Okay, das dachte ich, da kommt jetzt ein bisschen mehr bei rum. Also dann, Chino, erzählst du mir jetzt von der Prinzessin? Okay, abgemacht ist abgemacht. Also, die Prinzessin, habe ich euch erzählt, wie hübsch sie war? Jedenfalls, als sie sich aufmachte, die Stadt zu verlassen, kam eine Zwischensequenz. Ich folgte ihr den ganzen Weg zum Tor. Bin ich ihr nachgerannt. Als ich dort ankam, sah ich diese Leute auftauchen und wie sie anfingen, mit ihr zu reden. Ah, guck mal, Captain Hook. Was? Wer war das? Wer war dort? Sag's mir. Ich kenne sie nicht wirklich, aber eine von ihnen war Marlock, der Ladenbesitzer. Marlock ist ein Kaufmann, der hier in der Stadt lebt. Er besitzt einen eigenen großen Sandleiter. Manche Leute sagen, er mache sogar mit dem Kaiserreich Geschäfte. Das Kaiserreich? Sie meinen, Elena wurde in den Westen gebracht? Entschuldigen Sie, Schwester, aber ich glaube, dass Sie uns sagen können, wo wir diesen Marlock finden. Marlock hat dieses großes Haus direkt in der Stadtmitte. Er hat auch einen Leibwächter, der da Wache steht. Boah, das war gut. Einen Moment. Ich muss mal kurz den Stuhl anstellen. Wie es scheint, sollte
wir uns Morlock ein bisschen mit Morlock unterhalten. Danke für Ihre Hilfe. Irgendwie hält der Stuhl nicht so ganz richtig. Scheiße. Eine Sekunde. Ah, okay. Komm mal so eine Sache näher. Okay, mach ich gleich. Morlock. Den gehen wir erstmal fix. Saven. Hallo. Ja, komm. Holen wir uns gleich um die paar Erfahrungspunkte, um die paar Leben und dann geht's runter. So. Hallo. Nee, erstmal will ich zu dem. Der ist jetzt weg. Das gibt's doch gar nicht. Dieses Haus gehört den großartigen. Was? Ihr wollt Lord Morlock treffen? Niemals, vergiss es. Ihr trifft niemanden außer seine Geschäftspartner. Wenn ihr nicht etwas verkauft oder kauft, wird er euch nicht empfangen. Wenn ihr darauf besteht, müsst ihr erst an mir vorbei. Wir haben uns doch oft noch nichts festgelegt, aber okay. Ach, geile Musik. Ah, guck mal. Das Meister des Fokus? Machen wir nur ein bisschen Deckung hier. Okay. Ja, das mache ich dann auch. Magie Schaden halbiert. Gucken wir, ob ich den blind kriege. Und vergiftet. Und er schenkt gerade ihn einfach an. Heißt daneben jetzt? Heißt daneben, dass es das einfach nicht trifft? Also gar nicht? Okay. Er ist doch jetzt nicht blind. Das würde ich doch sehen, oder nicht? Okay, es trifft wohl wahrscheinlich einfach nicht. Na gut, Ina, dann halte ich mal und wir greifen einfach an.
Wir hoffen, dass wir jetzt nicht vom ersten Schlag draufgehen. Ah, okay. Und das hält auch wohl nicht ewig. Kritischer Treffer, falls er trifft. Ob ich das jetzt noch mal steigen kann. Na gut, wir verwandeln uns wieder nach dem Drachen. Abgelenkt? Fragezeichen? Aber das war doch wohl sie selbst abgelenkt ist, oder nicht? Dann machen wir uns mal Dragon-mäßig. Das bringt wirklich gar nichts. Ich kenne noch andere Drachen, die ich verwandeln kann. Das wäre cool. So. Mach einfach Wirbel. Langweilig. Also, könnte ich das auch mit Flammenstoß machen in der Kombi? Da war es Nahkampf, geht das denn nicht? Flammenstoß verbessern. Ne? Oh Mann. Aber den triffst du nicht mehr immer. Das war hier easy. Für den gab es 1000? Siano. Sehr beeindruckend, meine Freunde. Ich bin Malok. Eure Wunsch ist es, mich zu treffen, ja? Nun denn, kommt herein, dass wir reden können. Was? Ein Pritschenschien aus Windia schlagt ihr? Jetzt, da ihr euch erwähnt, ich befördere eine Person wie diese auf meinem Schandgleiter Ausschau. Was habt ihr mit ihr getan? Nein, mein kleines Vöglein. Ihr missversteht mich.
Ich wurde aufgefordert, sie in den Westen zu bringen. Hören Sie zu, Mister. Wir sollten besser Vernunft annehmen, und zwar schnell. Sagen Sie uns jetzt genau, was passiert ist. Jetzt. Es gibt etwas nicht zu erzählen. Das Kaiserreich bat die Prinzessin, die Hauptstadt zu besuchen. Was zum... Hä? Warum sollte Elina dorthin gehen? Welchen Grund würde sie haben, um das Herz des feindlichen Landes zu gehen? Ihr fragt die falsche Person, klar? Außerdem... Ich denke, dass ihr meine Hilfe bei der Suche nach der Prinzessin brauchen werdet, nicht wahr? Falls das schon so ist, dann glaube ich, dass ihr etwas höflicher sein solltet, okay? Nun, wenn ihr meine Hilfe wollt, ich bin kein unvernünftiger Mann. Aber bevor ich euch helfe, müsst ihr etwas für mich erledigen. Er will also, dass wir ein paar Diebe fangen, wie? Kaufleute, sie können an nichts anderes denken als Geld. Wir versuchen eine vermisste Prinzessin zu finden und er schickt uns los, um sein verlorenes Geld zu finden. Was glaubt er eigentlich, wer wir sind? Handlanger oder sowas? Erschien erinnert sich daran, dass wir für den Verlust seines Leibwächters verantwortlich waren und sie sagt, dass es unrealistisch ist, von jemandem wie Marlock zu erwarten, dass er uns seine Dienste kostenlos zur Verfügung stellt. Nun, ich schätze, da ist was dran. Trotzdem finde ich, dass es von etwas viel verlangt ist, Nina einfach so zurückzulassen. Sie ist selbst eine Prinzessin und kein Dienstmädchen. Oh. Das Trunkmittel also. Herr Marlock, was genau ist es, dass Sie, wollen, dass ich tue? Also, bis deine Freunde mit den Sachen zurück sind, die mir gestohlen wurden, dachte ich darüber nach, dass du hier etwas tun könntest. Du weißt schon, sich um das Haus kümmern und um mich. Uiuiuiui. Also, wir sollten wohl drüber nachdenken, was wir als nächstes tun. Mir wurde auferlegt, dass wir den Dieb so schnell wie möglich finden, damit wir zurückkehren und unsere Mission ohne weiteren Verzug fortsetzen können. Also gut, dann lass uns ein paar von diesen reisenden Kaufleuten fragen, ob sie irgendetwas über den Dieb wissen. So, das machen wir auch gleich. Vorher werde ich mir noch kurz einen Kaffee einverleiben. Und wir machen dann gleich weiter mit einem wundervollen, wundervollen Abenteuer in Breath of Fire. Ich wollte Breath of the Wild sagen. Breath of Fire geht's gleich weiter. Gib mir 10 Minuten, dann bin ich hier nur für euch da. Bis gleich.